heute in der Timousine? Schauspieler und Moderator Valerian über Möglichkeiten und Schwierigkeiten auf dem freien Kulturmarkt. Jeder ist ein bisschen in Aufruhr um sein Geld, um seinen Job. Wir haben da Probleme einfach hier in diesem. Boah, so eine richtig tolle Atmosphäre, ein richtig tolles, gutes Gefühl für einen. Und dann kommt der Stefan mit seiner Disco-Beleuchtung um die Ecke. Das fand ich jetzt ein bisschen befremdlich, nicht zu sagen. Ich dachte so, okay, aber er hat ja Spaß dran gehabt. Er hat da gestanden wie so ein kleiner Junge und guckte sich seine bunten Lichter an. Fand ich jetzt ein bisschen spooky irgendwie, aber okay. Ist halt der Ghetto, ne? Und in diesem Jahr, also 2007, im Januar irgendwann, haben sie ihr neues Album in Fokus vorgestellt. Und ich denke, die Jungs werden uns heute Abend ein paar Kostproben daraus bieten. Also, freut euch gemeinsam mit mir auf eine geniale Band. Alias I. Singapur. Ein Schmelztiegel asiatischer Kulturen, auch kulinarisch. 9 Deutsche gehen auf Streifzug durch die exotische Küche Singapurs. Von schmackhaft bis schrecklich, von köstlich bis kurios. Also es ist die größte Vielfalt, die ich je erlebt habe in Essen. Einst war Singapur gefürchtete Hochburg der Piraten. Willkommen in Singapur. Deshalb warten auf die deutschen Abenteurer hier nicht nur kulinarische Herausforderungen, sondern echte Seeungeheuer. In knallharten Prüfungen müssen sie Mut, Ausdauer und Köpfchen beweisen. Wer bekommt die meisten Punkte und wird Pirat des Jahres? Yo! Abenteuer Singapur, eine Piratentour durch die asiatische Küche. Nun erobern 9 Deutsche die historische Piratenhochburg. Sie haben bei einem Wettbewerb zum Hollywood-Spektakel Fluch der Karibik 3 einen einwöchigen Abenteuertrip nach Singapur gewonnen. Ich schicke die Piratenliste frische Wasserkastanien, eine in Asien verbreitete, süßlich schmeckende Nuss. Aber das sind die Chestnuts. Water Chestnuts. Aus der Dose? Du weißt was, wir nehmen die einfach mit, die sind 3 Jahre haltbar. Ich meine, da kannst du nichts falsch machen. Ja? Nach der ersten Herausforderung.